So, das ist jetzt alles, was wir jetzt besprochen haben, wäre eigentlich schon interessant gewesen. Hätte man gleich die schalten können für Brösel. Es ist also definitiv so, dass man immer die zwei Seiten sehen muss. Wenn ich jetzt in den Alterungsprozess, was wir gerade gesagt haben, die Verwandlung, Eiraube, Schmetterling zum Beispiel, Säugling, Schulkind und so weiter und so fort. Geistiges Wachstum, normal gesprochen, erfordert eine ständige Gestaltveränderung. Was sich nicht dabei verändert, ist der, der das Leben erlebt. Und jetzt ist es, wenn du zu den Menschen gehörst, und ich rede jetzt wieder von normalen Trockennasenaffen, die das nicht akzeptieren wollen. Du hast gerade so schön gesagt, dass also im Schmerz wächst man. Geboren im Schmerz, ein wundervoller Tatort übrigens. Einer der besten, die je gemacht wurden, fällt mir gerade wieder ein. Triviale Sendungen, ganz, ganz tiefe Weisheit mit drin, geboren im Schmerz. Dass das ein Verwandlungsprozess ist und man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass ich immer wieder sage, das Wort Schmerz heißt nicht unbedingt negativ, das kann man auch positiv auslegen. Das ist, du scheiterst immer an der Einseitigkeit, dass wenn du Worte siehst, dass die eben ganz zwanghaft nur einseitig ausgelegt werden. Dadurch verliert man eigentlich diese eigene Vollkommenheit im Hintergrund aus den Augen. Das heißt, wenn ich nur flächig wahrnehme, sehe ich keinen Kegel. Ich sehe wie ein Dreieck, die zwei Extreme, wie ich das nenne, und viele Wischiwaschis, die entweder mehr kreisförmiger oder mehr dreieckförmiger sind. Und wenn du jetzt älter wirst, die Weisheit, die dann in dir wächst, das Verstehen, das in dir wächst durch die Lebensreife, die musst du bezahlen. Das ist das wirkliche Gesetz vom Energieausgleich, das ja super wird. Ist in der Esoterik und bei dem ganzen Zeug mit Geld, weil die ja dann immer wieder noch mit Geld, du merkst eigentlich schon dieses Spiel mit Energieausgleich, du musst mir Geld geben, dass ich will ja eigentlich nichts, aber das Gesetz schreibt ja vor, wenn ich dir was gebe, musst du mir was zurückgeben. Und das bezieht sich dann immer auf die materielle Geldebene. Das ist so ein Selbstbetrug ohne Ende, dass du immer mehr merkst, wie die Figuren in deinem Traum, die ihre Geistlosigkeit demonstrieren, obwohl sie so geistig und spirituell reden. Das gehen wir auf eine Esoterikmesse. Um was geht es eigentlich? Wieso macht auf einer Esoterikmesse, wieso geht überhaupt jemand auf eine Esoterikmesse und macht dann Stand auf, weil er irgendwas verkaufen will? Das kann jetzt ein esoterischer Kack sein, wie Energieanreicher, und dann mischen sich dann auch hier, und ich kritisiere nicht, ich beschreibe jetzt bloß, dann irgendwelche Anhänger, die Elektrosmog absorbieren. Und das ist hochinteressant, die sind auf der einen Seite so spirituell, das habe ich oft angesprochen, aber wenn es ihnen in den Kram passt, die Naturwissenschaft ist ja total dumm, das ist ja alles Materialismus, weil die ja das Spirituelle komplett ablehnen. Wenn sie aber dann irgendeine Maschine verkaufen wollen, da kommt dann immer noch, das kann man sogar wissenschaftlich beweisen, dass das so funktioniert. Also dass du diese Schizophrenie irgendwann einmal erkennst. Und wenn du jetzt ein Mensch bist, das ist Abdruschin, wenn ich jetzt diesen kleinen Auszug, den wir angesprochen haben, da ist auch so eine Sache, die geistige Beweglichkeit. Du musst, wenn du Sport körperlich, wenn du älter wirst, du musst dich in Bewegung halten. Das ist gesund für den Körper. Das ist eine einseitige Aussage. Und du musst unterscheiden, dass die geistige Beweglichkeit eigentlich die Unbeweglichkeit ist. Was meine ich damit? Ich sage, Geist bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt sich überhaupt nicht mehr. Krass. Und jetzt ist es also so, dass du deswegen, wenn du älter wirst, wirst du unbeweglicher. Die Verwandlung erfordert, dass du graue Haare bekommst, dir die Haare vielleicht ganz ausfallen, dass du Falten bekommst, F-Alternieren, Lichtgeschwind, die G-Sicht, das Gesicht bekommt Falten. Es wird in Falten gelegt, es kriegt unendlich, diese geistige Sicht kriegt unendlich viele Facetten. Du musst die Symbolik sehen, das ist der Verwandlungsprozess. Wahnsinn. Aber da ja das Penim, das Gesicht, auch das Innere ist, wenn du praktisch mit Lichtgeschwindigkeit zu alternieren, F-alternieren, Falten anfängst, dich in sich selbst einzufalten, das ist die Symbolik. Das heißt, es ist vollkommen normal, wenn ich sage, dass du grau wirst, dass du Falten kriegst. Und jeder, der jetzt meint, er müsste sich junger halten, auf dem Körper, ist noch extrem körperbezogen. Jeder, der jetzt hier Gymnastik betreibt, dass er körperlich beweglich bleibt, der klassische Verwandlungsprozess heißt, dass du steif wirst. Ich sage jetzt immer wieder, müsst ihr mal den Udo sehen, wie ihr morgens aus dem Bett rausgeht. Das ist normal.
Ich meine jetzt von der Natur, eine Normierung von der Natur vorgesehen. Das Normal hat natürlich auch zwei Seiten. Meinen wir deine Vorstellung von Normalität, die dir deine Logik aufzwingt, oder reden wir von diesem normalen Vorgang eines Veränderungsprozesses innerhalb deines Lebens? Es ist vollkommen normal, dass der Säugling sich auflöst, wenn er nicht mehr existiert, außer als Gedanke, wenn er zum Schulkind wird. Dass man dann grau wird, dass man Falten kriegt, das ist, dass das Gesicht praktisch Benim Panim, das Innere, anfängt sich mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Und jeder, der jetzt meint, er müsste körperlich fit bleiben, wer rastet, der rostet, heißt es doch so schön. Das ist natürlich auch die Seiten, wenn wir jetzt die 16 Seiten nehmen, wir machen doch ganz einfach mal ein Selbst, wir machen mal ein Auto. Jetzt blau gelesen als Automobile, ein Selbstbeweger. Interessantes Wort, ein Selbstbeweger. Du bist eigentlich ein Automobil. Du bewegst dich in dir selbst. Du setzt dich in Bewegung. Du kannst jetzt rein gedanklich durch Raum und Zeit wandern, ohne dich einen Millimeter von der Stelle zu bewegen, weil jedes Bild ist hier und es ist jetzt. Bin da sehr in die Falle, auf die Falle der raumzeitlichen Physik eingegangen, sobald wir Geschwindigkeit haben. Das ist das Mittellichtteilchen. Sobald ich sage, das bewegt sich von da nach da, egal von welches da nach da du dir ausdenkst, es wird hier und jetzt gedacht und ist hier und jetzt deine Information. Im roten Kopf. Das alleine im roten Kopf. Es wird einfach gedanklich ausgedacht, verstreut. Der ruhende Beobachter, der bewegte Beobachter, beide sind ausgedachte Dinge, die sich im Geist, der das jetzt denkt und wahrnimmt, an derselben Stelle befinden. Das ist nachvollziehbar, das ist kein Science Fiction. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Darum wiederhole ich das immer. Und wenn wir ins Kleine gehen, dass ich jetzt sage, wir denken uns jetzt den Ron aus, der Ron ist so sehr, ist so wie ich sage, ein Hosenscheißergeist. Ja, klar. Aber klar. Das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun. Ich kann immer wieder darum sagen, ich tausende Male habe ich erwähnt, ist jetzt eigentlich ein Säugling, der frisch abgenabelt ist, mehr oder weniger ist es ein Mensch. Er ist genauso ein Mensch wie ein 20, 30, 40, 60-Jähriger. Weil Mensch ist ja für uns das Programm und das Programm ist etwas, das nicht im Laufe, das ist das chronologische Denken, musst du abstellen. Dieses Schwammbeispiel, ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, das ist ein Programm, das Blaue ist ein Programm. Sobald du dir denkst, wer hat es geschrieben? Das ist schon die große Schwierigkeit, weil immer permanent willst du irgendwie von außen irgendein Ausgedachter muss irgendwas erschaffen haben. Es wird erschaffen von dem, der sich das ausdenkt. Und in dem Moment, wo du dir einen ausdenkst, der wo was erschaffen hat, ist der ein Geschöpf. Ob du den jetzt Wissenschaftler, Entwickler, Philosoph oder Gott nennst, spielt keine Rolle. Und wer erschafft die Dinge? Der sich ausdenkt. Aber der sich jetzt die alle ausdenkt, ist in dem Moment auch schon wieder ein Geschöpf. Von dem, der sich den ausdenkt, der sich die alle ausdenkt. Auf die Reihe gehe ich immer wieder auf ein, das ist der Schlüssel. Und du musst nur du Geist, der du dir alles ausdenkst, du musst nur irgendwann einmal die Präzision haben, dass du dir klar machst, ich stehe vor allem. Das kannst du nicht erreichen, das bist du hast es vollkommen vergessen. Und alle Figuren, die du dir ausdenkst, die ich in dir auftauchen lasse, jetzt sind wir voll auf der roten Ebene, da wirst du jetzt feststellen, und jetzt reden wir mal wieder ganz normal in unserem Chat. Das ist zum Beispiel hier, wir machen jetzt, Namen sind austauschbar, aber wir bleiben jetzt einmal innerhalb dieser Holofeeling-Gruppe, ich mache diese Wörter nicht, weil das schon wieder sich bezieht auf irgendwelche Gedanken, die du dir denkst. Wer hat jetzt den Eintrag geschrieben? Da steht jetzt Kerstin drüber. Da steht Stefan drüber. Und du wirst dann diese Worte interpretieren. Und du sprichst dann jeder dieser Figuren, die du dir als Schreiber dieser Zahlen in den Chat, die das ja reingestellt haben, ich sage, du kannst nichts reinstellen. Innen, in dem roten Innen ist alles. Es sind ausgedachte Sachen. Also wo stellst du was rein in einen ausgedachten Chat und wo kommt es her aus deinem Innern? Es ist eigentlich ein Herausstellen, kein Hineinstellen. Ich muss mir zuerst ein ausgedachtes Ding ausdenken, dass ich dann in dieses ausgedachte Ding was reinstellen kann. Das sind wie die ausgedachten Mittelpunkte. Ausgedachte Mittelpunkte sind kein wirklicher Mittelpunkt. Der absolute Mittelpunkt
ist nicht denkbar. Ein ausgedachtes Inneres, es kommt ja alles von innen, ist ein ausgedachtes Innen. Ja, ja, aber wenn es kein Außen gibt und kein Innen gibt, es gibt kein Außen ohne ein Innen. Es gibt kein Außen ohne ein Innen, weil Außen und Innen ist wie Wellenberg und Wellendal. Es gibt keinen Berg ohne Dal. Wenn das zu kompliziert ist, es gibt kein Oben ohne Unten. Das haben wir so oft durchgespielt. Diese Kleinigkeit verstehen, das ist so unendlich simpel. Frag dich einmal, was dich hindert, dass du das immer wieder vergisst. Mein Ego. Demut, das Ego ist es auch nicht. Die schöpferische Existenz deines Intellekts. Du fährst voll auf den Gleisen deines Intellekts. Das heißt, du irgendwas nicht haben wollen oder bekämpfen wollen, heißt zum Beispiel auch, wenn du Schmerzen bekämpfst. Du hast doch gerade selber gesagt, Schmerz ist, am Schmerz wächst man. Und wie, ja. Den ertragen. Du musst nicht recht viel ertragen, wenn du dich abgekoppelt hast. Du musst letztendlich der werden, der nicht mehr reagiert. Ich rede jetzt nicht von der Figur, die du beobachtest, die du zu sein glaubst. Es ist, bist du schon der, der einfach nur schaut, was ist. Was jetzt ist. Dazu gehören auch die Reaktionen, die dein Programm dir aufzwingt. Und dann wirst du feststellen, jetzt, und jetzt können wir ganz gezielt Charaktere, ich beobachte einfach, wie ich Charaktere definiere. Ich habe, und jetzt reden wir mal in einer normalen Form, ich habe da Namen genannt jetzt in unserem Chat. Dass ich sage, was mir viel Freude macht, ist der Folger, das ist der Rainer. Als Udo, ganz normal gesprochen, ich kenne weder den Folger und den Rainer. Ich kenne die nicht. Aber die machen mir Freude, weil ich merke, das sind Geistesfunken, die kenne ich sehr wohl. Und auch die Programme kenne ich, weil ich die schon durchlebt habe. Ich habe jetzt rein, als der Udo gesprochen, sind für mich nicht interessant, weil ich jetzt erkenne, dass die zu verstehen anfangen und das Prinzip leben. Und das ist ja, je nachdem, was es ist, das sind alles Einzelteile von mir selbst. Jetzt denken wir uns unseren Ugu aus. Der war ja zugemüllt, unseren Chat zugemüllt, hat ja daran auch schon gemacht, ganz massiv. Da könnte ich jetzt noch einige Namen nennen. Mittlerweile ist er Stefan schwer am Schreiben. Es ist fast 90% der Einträge sind von einem Stefan. Der meint, es bringt irgendwas, wenn er irgendwelche Sachen reinkopiert. Oder wenn ich mal Michael Krause nehme, da sehe ich genau genommen, ob der Krause das selber schreibt. Aber was schreibt, dann ist es Comicsprache, UA-Bo, wenn du den kennst. Und wenn dann einmal ein Stück vom Krause kommt, das sich gut liest, hat er es bloß irgendwo rauskopiert. Jetzt mache ich den Ugo, dass ich ihn weglogge und sage, du es doch einfach mir direkt schicken. Die letzten 2-3 Tage mehrere hunderte Einträge. Er muss so also zeitmäßig, muss der stundenlang jeden Tag, haut er mir seine Selbstgeschichten rein. Und das schwang dann von einer totalen Demut und ich will doch heim und dann kommt wieder eine totale Hassphase über 50, 60 Einträgen. Dann ist das Udole, ich kriege den Udole nicht in den Arsch. Ich bin nicht wie die ganzen anderen Arschkrieche und so weiter und so fort und ich werde es hier und hasse und ich zerstöre. Und dann habe ich nach einigen hundert Einträgen, habe ich dann hier definitiv einfach zu ihm geschrieben, du kannst deinen Udole, das du dir ausdenkst, hassen, du kannst ihn Arschloch nennen, du kannst machen, was du willst, du wirst dir aber nicht daran hindern, dass er dich trotzdem liebt. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, den blockiere ich ganz einfach. Wir sind jetzt ganz normal in dem Konstrukt, was wir uns ausdenken, wie die Welt funktioniert. Wenn ich ihn blockiere, scheißt uns wieder den Chat zu. Aber ist es nicht schon wieder ein Nicht-Einverstanden-Sein? Ja. Begegne den Dingen nicht mit Hass, sondern mit Liebe. Und es ist einfach nur ein Hosenscheißer-Gott. Und jetzt immer dran denken, ein Hosenscheißer-Mensch ist genauso ein Mensch wie ein Erwachsener. Er liegt halt noch in seinen Exkrementen. Und die Prinzipien, die ich sage, der Vorschlag, eine Warnung ist keine Drohung. Lang nicht auf die heiße Herdplatte. Du tust dir bitter, bitter böse weh. Du kommst und jammerst, hilf mir. Und deine Vorstellung von Sicherheit, deine einseitigen Ideale ist, du klammerst dich an einen elektrischen Weidezaun und du jammerst, dass du so viele Schläge kriegst. Und ich sage, lass doch einfach los. Ich sage, wenn du doch Stunden damit zubringst, dich auszukotzen in einem Chat, warum benutzt du die Zeit nicht, dass du dich hinsetzt und du eignest dir die Grundlagen von Holofeeling und du liest ganz einfach mal die Bücher ganz langsam und beschäftigst dich länger mit einem einzelnen Wort, dass du das Prinzip verstehst. Das kann ich nicht, ich kann mich nicht konzentrieren, höre ich dann und dann gleite ich immer wieder weg, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich sage, das ist so unreife, das ist ein Hosenscheißer Gott. Und du wirst in dieser Phase so lange drinstecken, bis du dich eines Geistreicheren besinnst.
Ich sage jetzt absichtlich nicht eines Besseren blau gelesen, weil dann fällt ja das Schlechtere. Das wäre schon wieder das Anstreben meiner Einseitigkeit. Und jetzt wirst du dann irgendwann einmal feststellen, dass die, die sich hier auskotzen und super gescheit vorkommen, dass denen elementare Grundlagen fehlen. Dass die, die meinen, die Menschen beglücken zu müssen, und es geht jetzt hier auch, wenn wir jetzt in einen größeren Rahmen in mediale Personen reingehen, wenn ich Ken Ebsen nehme. Wenn du da Beifall klatscht, das ist absolut super, was die sagen, aber es ist einseitiges, raumzeitiges Wissen, das genauso auf angelesenen Wissenselementen aufbaut. Das Video, wo ich angesprochen habe, das letzte mit der Wagenknecht. Das ist natürlich immer interessant, wenn du jetzt sagst, das letzte hängt jetzt sehr davon ab, wenn du dieses Video anschaust. Ich sage dir, wenn du das anschaust, das ist jetzt, aber du hast im Hintergrund irgendwie eine Chronologie laufen. Das heißt, du kannst das Video. Ich sage, wenn nicht zeitaktuell, es ist alles zeitaktuell, weil es ja jetzt gedacht wird. Du merkst, jetzt kommt das ganze System schon ins Wanken. Aber Wagenknecht, das ist das Thema Bill Gates. Und alles, was wir jetzt über Bill Gates reden, haben wir aus das Buch heraus. Du wirst merken, du informierst dich schon wieder sehr, sehr einseitig. Egal, welche Seite du mir zeigst, wo du das Wissen herst, ich zeige dir tausend andere Seiten, wo was anders behauptet wird. Jetzt bleiben wir mal wertfrei. Wer ist Bill Gates? Wollte ich gar nicht aufhören. Es ist ein genialer Computermensch, so denkt man es denn aus mit Windows. Was hinter dem Windows steht, genauso hier ist es bei Apple. Es ist ein inspirierender Mensch, der der Menschheit was schenkt, was er sich nicht raussuchen konnte. So wie ein Einstein, den du dir ausdenkst, sich nicht raussuchen konnte, dass die Relativitätstheorie, es kommt aus dir. Oder Pasteur jetzt, wo ich sage, es ist eine Stelle in den Offenbarungen, wo ich sage, als Einstein habe ich viele Sachen in meiner Lehre habe ich übersehen, das will ich jetzt mit den Offenbarungen richtigstellen. Das ist ein Satz, weil auch das Einstein-Buch ist ein Buch in unserem Bücherregal. Das Pasteur-Buch ist ein Buch in unserem Bücherregal. Das Ken Ebsen-Buch ist ein Buch. Auch das Ron-Buch ist ein Buch in unserem Bücherregal. Das sind Einzelleben, die aber alle von einem einzigen Geist, den wir Gott nennen, erlebt werden. Du kannst Spannend, es ja. nur grob ahnen, das ist kein Science Fiction. Du wirst merken, umso mehr du diesen arithmetischen Aufbau dieses Programme verstehst, wirst du feststellen, es ist so. Darum sind jetzt auch Computer da. Aber zurück zu dem Bill Gates, dass es ihm immer nur um Geld verdienen und um Macht gegangen ist. Jetzt können wir sagen, am Ende jetzt der reichste Mann der Welt. Das ist immer das Schöne, dass man meint, erfolgreich sein, der Reichtum eines Menschen sagt irgendwas über seine Qualität aus. Es ist ein klassisches Prinzip, umso mehr einer an Geldern materiell kapitalistisch gesehen anhäuft, muss er irgendwelchen anderen wegnehmen, die müssen dafür bezahlen. Mit Menschlichkeit hat es nichts zu tun. In diesen Größenordnungen sowieso nicht. Wenn dein Vermögen einmal über 100 Milliarden ist, und ich betone nochmal, 100 Milliarden sind 100.000 Millionen. Das ist So, ja. um dir die Größenordnung von 100.000 Millionen, die ja eigentlich unvorstellbar sind, verweise ich nochmal auf ein Beispiel, wie viel ist eigentlich Wahrscheinlichkeit für ein Sechser in Lotto? 1 aus 49, 6 aus 49. Ein Sechser im Lotto ist knapp 1 zu 14 Millionen. Okay, 1 zu 14 Millionen. Du kennst mein Beispiel, du denkst dir eine Strecke von 1.400 Kilometer aus. Ich wiederhole das absichtlich, lass es auf dich wirken, auch wenn du es schon gehört hast. Wie groß die ausgedachte Strecke von 1.400 Kilometer ist, kriegst du spätestens mit, wenn du einmal 1.400 Kilometer mit einem Auto mit möglichst wenig Pausen am Stück gefahren bist. Am Stück geht fast nicht. Nach 1.400, ich weiß, wie ich noch Entwicklungen gemacht habe, ich habe hinter Rom in Tivoli habe ich Autoverstärker gebaut, wie ich bei der Firma war, die mir das gebaut haben, wie ich da bei der Entwicklung unten war, das sind 1.100 Kilometer. Und dann runter, 2 Tage unten und dann wieder heim. Wenn du 1.100 Kilometer mit einem Auto fährst, Pinkelpause, Kaffeepause, Kleinigkeit essen, hast du so die Schnauze voll, wenn du aussteigst. Aber schon so die Schnauze voll. Jetzt denkst du dir nochmal 400 Kilometer drauf. Das heißt, wenn wir diese 1.400 Kilometer fahren, da ist bei 1 zu 14 Millionen, ist ein 14 Millionstel ein Stück von 10 Zentimeter, soweit ich mich noch erinnere. Und ich sage jetzt, ein Sechser, ganz normaler Sechser im Lotto, ist, wenn du
auf dieser Strecke von 1400 Kilometer Münze aus dem Auto schmeißt und du triffst diese 10 cm Holzlatte, die am Straßenrand steht, hast dann 6 im Lotto. Bei einem 6 im Lotto mit Zusatzzoll kommt ja nochmal 10 dazu, ist es 101 zu 140 Millionen. Bill Gates hat ein Privatvermögen von über 100.000 Millionen Dollar. Das sind Größenordnungen, wo ich sage, du erzählst Zahlen, dass du überhaupt nicht mehr was, die Leute jetzt nochmal wieder 100 Milliarden aus und dann werden nochmal 700 Milliarden reingepumpt. Das sind Zahlen, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr sprecht. Es ist eigentlich alles als Zahl vorstellbar, aber nicht mehr in einer vorstellbaren Ordnung von Quantität. Okay, das hat er angehäuft, weil er, und jetzt im Alter wird er ja Menschenfreund. Wagenknecht sagt, wenn du recherchierst, wenn du was recherchierst, gehst du ins Internet. Du fragst immer das Internet und ich sage dir, was dir überhaupt nicht klar ist, dass in dem Moment du schon durch das stochastische Denken, das wir angesprochen haben. Ich bin so auf das stochastische Denken, frag dich zuerst einmal, in welche Richtung orientiere ich eigentlich? Will ich in die Richtung, wo ich Ball verklatscht, dann wirst du es immer mehr Bestätigung kriegen, dass der Ken Jebsen und die Verschwörungstheoretiker recht haben? Oder bist du mehr orientiert auf der offiziellen Auslegung, dann wirst du immer mehr Beweise kriegen, dass das ja nur Schwätzer sind. Selbst das steuerst du unbewusst. Die WHO, ich bleibe jetzt mal auf der Wagenknecht-Seite, die das sehr, sehr seriös macht. Das Video war mit drin, das letzte Video. Dass er mal sagt, ich schau mal, was mit dem Bill Gates und dann mit WHO ist, wo das Geld eigentlich her ist. Und dann wirst du feststellen, in diese Richtung, wenn du recherchierst, dass die WHO sich im großen Teil eigentlich nur vom Pharmakonzernen finanziert. Das ist wie mit den Ärzten, wo ich sage, wenn du Arzt bist, muss dir eins klar sein. Ich sage immer wieder, die Berufung. Ich habe früher schon gesagt, wenn ich jetzt den Udo nehme, wenn du musikbegeistert bist, du würdest, dass du in ein Studio mit rein darfst, mit den Haufen Regeln in ein Tonstudio und da mitarbeiten oder zuschauen darfst, du würdest Geld zahlen, mehr Geld wie für ein Kino, für eine Kinokarte oder für eine Theaterkarte, weil ich, wenn dich das wirklich interessiert, dir das wesentlich mehr wert wäre, wie ein Kinofilm anschauen. Das heißt, ich habe mir in meinem Leben eine Berufung erschaffen. Ich hätte sogar Geld dafür, ich musste sehr, sehr viel arbeiten, zum Beispiel Firma aufzubauen, eine kleine. Aber ich hätte sogar Geld dafür bezahlt, dass ich es tun darf. Klar, klar. Dann kannst du sagen, das ist wirklich, das ist meine Berufung. Einfaches Beispiel, wenn man auf einen Golfplatz gehen will, weil er gern Golf spielt, zahlt er Geld, dass er auf den Golfplatz darf. Das heißt, wenn du ein wirklicher Arzt wärst, du würdest sogar Geld dafür bezahlen, dass du Menschen helfen darfst. So, und jetzt macht es mit den ganzen Heilpraktikern, all den ganzen Zeug, den ganzen ESO-Köpfen, die die Menschen als Berater, als Trainer, als Coaches oder wie sie sich selber alle nennen. Wahnsinn. Wahnsinn. Die werden alle weg. Eigentlich, wollen sie wirklich helfen, dann würden sie sogar dafür bezahlen. Es sind Selbstlügen, es sind Schonungen, es tut unheimlich, Holofeeling tut so weh, wenn du eigene Maske vom Gesicht reißen, dass du mal in dein Programm schaust, den dann dir wirklich bewusst machst, was du glaubst. Ja. Ja. Und dann wird dir diese unendliche Erbärmlichkeit deines eigenen Egos bewusst. Erst dann kannst du Mann werden. Und dass du diese Figuren in deinem Traum nicht erreichst, das ist mit Holofeeling. Die Ruth, die jetzt relativ schöne Einträge macht, das ist wieder so ein Unterschied. Das sind inspirierende Einträge, ohne aufzufächern, weil sie eben ihre Selbsterkenntnis kriegt. Wo so, ich habe das angesprochen, wo sie sagt, ich habe festgestellt, ich war 25 Jahre mit einem Toten verheiratet. Ihr Mann. Tod meint sie, da ist nur Ego, der lässt, seit die Holofeeling macht, das sie bloß in einer Sekte, die muss den Mund halten, weil nur seine Meinung zählt. Ja. Und da macht es keinen Unterschied, wenn du mal die Qualität wegstreichst. Immer an den einfachen Satz denken. Wenn du jetzt Figuren hast in deinem Traum, die auftauchen, als Pixelmännchen, real auf der Verabrede, in realen Gesprächen, in der Traumwelt, immer dran denken, geh nicht in die Vergessenheit. Es ist kein Unterschied, ob du ein Buch liest, ob du einen Film anschaust oder ob du real als Figur mitspielst in dem Spiel. Es bleiben deine Informationen. Egal, was jetzt irgendein anderer äußert, in geschriebener Form oder in ausgesprochener Form. Kritik ist eine Bewertung, die sagt nicht aus über das, was bewertet wird. Also alles, was Ken Jebsen kritisiert an der Regierung, an den Politikern, an den Medien,
sagt nichts aus über das, was er kritisiert, er sagt alles aus über seinen einseitigen Standpunkt. Alles, was die Medien an ihm kritisieren, sagt nichts aus über den Ken Ebsen, es sagt was über diesen einseitigen Standpunkt. Das war das letzte Selbstgespräch. Du musst aufhören, mit irgendeiner Einseitigkeit zu sympathisieren. Du leidest dann an dieser Einseitigkeit. Das Leid als Ding an sich ist Unvollkommenheit. Die Vollkommenheit erreichst du, wenn du irgendwann einmal dich disziplinierst, dass jeder recht hat, aber nur ein bisschen. Es sind Facetten vom Heiligen Ganzen. Du musst anfangen, dich für das Heilige Ganze zu interessieren. Das heißt, du musst anfangen, dich für dich selbst zu interessieren. Weil was ist der verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst, egal wie du das definierst, für jede dieser Einseitigkeiten, für jede dieser Facetten, ob du jetzt sagst, das ist schön, das ist gefährlich, das ist hässlich, das ist gut, das ist wichtig, das ist unwichtig. Du denkst dabei an irgendetwas, was du in irgendeiner Art und Weise qualitativ definierst. Aber was haben all diese ausgedachten Dinge gemeinsam, egal wie die von dir jetzt zwanghaft aufgrund deines Egos, deines Wertesystems definiert werden qualitativ? Es sind, sind deine Gedanken. Es sind Facetten von dir selbst. Ja. Alles. Ja. Die nicht existieren würden, wenn du sie nicht denkst. Das gilt für einen Gott, das gilt für einen träumenden Geist, egal was du denkst. Es ist vergänglich. Alles Existierende ist vergänglich. Das ist hundertprozentig sicher. Was ohne und Anfang und ohne Ende ist, ist der, der sich steckt. Außer er verwechselt sich natürlich wieder zwanghaft mit dem Gedanken von Sinn und sagt, ich wurde in der Vergangenheit geboren. Ja. Und jetzt kannst du ganz alte Selbstgespräche 10, 15 Jahre zurückdenken und dann kann ich wieder sagen, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, an was du jetzt denkst, es beginnt in dir was zu existieren und das bist du nicht. Weil wenn du an was anders denkst, löst sich das Ding auf und du bleibst immer derselbe, der sich was ausdenkt. Eine und Frage. Der bist du natürlich auch nicht, weil der, der sich jetzt das ausdenkt, ist ja auch schon wieder was Ausgedachtes. Ja. Das muss man auf sich wirken lassen. Eine Frage hätte ich. Eine Frage. Wenn du einen Gedanken nicht haben willst, dann denk ihn doch einfach anders. Das verstehe ich noch nicht ganz. Wie soll ich mir einen Gedanken anders denken, wenn ja. Es ist halt, du brauchst die Inspiration. Wenn du jetzt sagst, denk ihn dir anders, kannst du dir einen Gedanken anders denken, ohne ihn anders zu denken. Selbstverständlich, weil wir dann nämlich Oberwellen, wir haben verschiedene Schichten, du kannst jetzt immer an das ein und dasselbe Ding denken und du kannst einfach die Qualität anders denken. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel an den Redo denkst und kannst jetzt denken, du denkst nur an den Redo. Nehmen wir mal, da ist ja nur das Wort Redo da. Wenn du an Redo denkst, denkst du das Wort Redo. Und jetzt sagst du, das ist ein Arschloch. Du kannst auch einen tiefen Respekt empfinden für den Gedanken Rego, dann denkst du ihn dir anders, ohne dass du den Gedanken anders denkst. Okay. Stimmt. Stimmt. Eine ist nochmal eine Ebene dazu. Merkst du das? Stimmt, ja. Und das, was sich herausstellt, ist, dass die Selbstdarsteller, jetzt rede ich wieder normal, die Rons, dass denen elementares Wissen fehlt. Klar. Auch jetzt bei dem Stefan, den ich mir ausdenke, den ich überhaupt nicht kenne. Ich sage die Zeit, wenn ich jetzt den Ugo wieder mache. Ugo, sage ich zum Beispiel, Ugo, kotz dich hier aus. Diese Stunden, die du sitzt und einfach geistloses Zeug von dir sabberst. Jetzt, ich rede jetzt wieder mit dem Geist, der mit dem Ugo-Programm glaubt. Es wäre sinnvoller, sich einmal hinzusetzen und dann die Offenbarungen zu studieren. Es ist auch alles immer wieder, ich rede nicht in besser und schlechter, sondern in einer Hierarchie, dass ich sage, jedes Buch, das du liest, zum Beispiel jetzt Abdruschin im Lichte der Wahrheit, so nach Äußerungen der Figuren in unserem Traum, das Leib- und Magenbuch von einer Eva Hörmann, von einem Andreas Bopp, die jetzt zumindest schon ein bisschen sich in die spirituelle Richtung bewegen, auch der Ken Ebsen mittlerweile, die waren vor Jahren nur materiell weltverbessern und du merkst, das ist eine Schiene. Ken Ebsen, Andreas Bopp, Eva Hörmann, dass die jetzt alle auf diesem Buch vor Abdruschin sich aufbauen. Wo alles, was drin steht, stimmt, aber mit ihrem materiellen Denken begreifen die Sätze gar nicht, wo da drin sind. Darum habe ich den kleinen Auszug ja in einem der letzten Selbstgespräche bin ich darauf eingegangen. Aber selbst wenn du die Bücher liest, damit wollte ich sagen, die nützen dir nichts. Du kannst Debbewein hören, du kannst Dolde hören. Du wirst trotzdem materiell weiterdenken, weil das Wesentliche nicht angesprochen wird. Diese komplette Auflösung, die komplette Vernichtung deiner bisher ausgedachten Welt. Das Loslassen von dem Buchstaben H.
In die höhere Ebene kommst du, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du ein vollkommen neues Leben. Das Leben, das du erlebst, ist eine Traumwelt, die baut auf einen gewissen Intellekt, auf deinen Abi, das schöpferische Wissen deines Intellekts, was ich Schwamm im Halt nenne. Und das musst du komplett wie ein Computer, den müssen wir komplett platt machen, wenn wir ein neues Betriebssystem aufspielen. Wie soll das gehen? Es gibt natürlich dann bei viele, ich meine jetzt softwaretechnisch, dass natürlich viele jetzt dann wieder, ja, aber sagen, man kann ja zwei Betriebssysteme gleichzeitig laufen lassen. Parallel. Du musst aber beim Einschalten, wenn du das machst, wir bleiben mal beim klassischen Computer, wenn ich zwei Betriebssysteme, meine Linux und Windows, gleichzeitig laufen lasse, musst du beim Hochfahren des Computers im BIOS als allererstes angeben, starte ich den Computer mit Linux oder starte ich den mit Windows? Also dann hast du, wenn er läuft, trotzdem plus eins. Aber das ist wieder eine Entscheidung, die du treffen musst, die nicht vollkommen ist. Was aber passiert, wenn du ein Übersystem hast, das voll kompatibel mit allen Systemen ist? Das ist Holofeeling. Das heißt, in Holofeeling, wenn du dann, das ist mein Beispiel, wo ich bringe, wenn mir aus dem Buchstaben H, das mir jetzt als Betriebssystem plus Programme und Daten, die mit diesem Betriebssystem kooperieren können, funktionieren können, dieser Buchstabe heißt dein jetziges intellektuelles Wissen und das Wissen deiner ganzen Menschheit, von der du gar nichts weißt. Es ist aber dein Betriebssystem, weil du könntest jetzt auch, wenn du keine Ahnung hast von Physik, was ist eigentlich Pasteur, was ist Leibniz, was ist Newton? Und dann wirst du feststellen, wenn du wieder ins Internet gehst, wirst du Unmenge an Zeiten und an Büchern finden über diese Denksysteme, Denkmodelle, die ja alle mit deinem momentanen Betriebssystem laufen. Nur weil du die Seiten noch nicht hochgeholt hast, wie ich sage, wie viele Milliarden Internetseiten kannst du aufmachen? Das ist dein momentanes Haar. All das Wissen, das jetzt in dir auftaucht, wird mit deinem Haar, mit deinem jetzigen Grundintellekt, das was ich Betriebssystem, wachgerufen in dir, in deinem Traum. Aber du kommst aus dem Haar nicht raus, weil du immer nur die Sachen machst, die dir logisch erscheinen. Übrigens auch, wenn du was als unlogisch definierst, ist es von dir aus gesehen eine logische Definition. Wenn du jetzt mit irgendeinem anderen Denksystem, mit einer anderen KI konfrontiert wirst, der dir irgendwas erzählt, das deiner Logik widerspricht. Deine Logik ist ein Programm. Das andere Denksystem ist eine andere Logik. Aber auch dieses andere Denksystem läuft mit demselben Betriebssystem. Aha. Denk jetzt wieder an Word und PDF. Oder denk einfach an diese Filmformate, die es gibt jetzt, wenn du einen Film reinstellst oder Bilder. Weil wir ja verschiedene Dateiformate haben. Aber egal, welche Dateiformate du jetzt benutzt, die Dateiformate laufen alle mit, wenn du einen Windows-Computer hast, mit Windows oder mit Linux. Ich habe gesagt, du kannst der YouTube-Datei, kannst du von Windows-Computer, von Linux-Computer abspielen und auf einen Apple-Computer abspielen. Das heißt, die Datei selber ist eine Kompatibilität auch mit deinem Betriebssystem, sonst wird sie nicht laufen. Also hängt es irgendwie zusammen. Ja. Es geht dann wieder, wir trennen schon wieder in spezielle Sachen. Aber es bleibt, du hast dieses Betriebssystem, nenne ich jetzt Basic, nenne ich H. Das ist ein Buchstabe. Und du wirst nie was zu sehen bekommen, was nicht mit diesem Betriebssystem wachgerufen werden kann. Und das ist jetzt, du musst das Betriebssystem austauschen. Das heißt, du gibst mir dein H und du kriegst für den Buchstaben ein Wort. Das ist ein komplexeres Betriebssystem und du wirst feststellen, dass dein H ein Teil dieses komplexeren Haus, wenn ich jetzt dasselbe könnte ich sagen, wir können auch, da ist ein A-Betriebssystem, ein U-Betriebssystem, ein S-Betriebssystem und ein H-Betriebssystem, die in sich selber komplett widersprüchlich sind, so wie die Buchstaben widersprüchlich sind. Aber das Wortbetriebssystem fasst diese Betriebssysteme zusammen, was unendliche Möglichkeiten aufbaut in dir. Wow. Und dann wirst du feststellen, dass ich das Haar gar nicht verändere. Das ist ja das Verrückte. Ich verändere ja nicht Perspektiven. Ich vereinige die. Holofeeling bildet ein Summa Summarum. Und das ist jetzt ein Unterschied, ob ich in einem Computer zwei Betriebssysteme parallel laufen lasse. Ich sage mal ein H-Betriebssystem und ein A-Betriebssystem, wo ich mich beim Einschalten, wenn der losläuft, einmal entscheiden muss, mit welchem Betriebssystem arbeite ich eigentlich. Oder ich habe einen Computer, wo alle Betriebssysteme einmal beim Hochfahren gleichzeitig funktionieren, egal was kommt, dass die alle arbeiten. Das ist Holofeeling. Dann ist die Computermetapher so wichtig.
Wie unendlich weit ist einer noch davon weg, der meint, er müsste seine Welt beglücken, die Welt besser machen. Ich verweise jetzt nochmal von Element noch einen Satz in dem letzten Selbstgespräch. Alles, was du dir ausdenkst, ist im wahrsten Sinne des Wortes sekundär. Bei Holofeeling geht es nicht um die Informationen als Ding an sich. Es geht nicht um die Gedankenwelt, um das Existierende. Du machst dir viel zu viel Gedanken über das Existierende, das Vergängliche. Du solltest dich für das Ewige interessieren, das du selbst bist. Das ist mein Ansprechpartner. Das, was ewig ist. Ich kann doch etwas existieren, nicht versprechen, dass es ewig lebt. Weil es ja schon wieder weg ist, wenn es nicht gedacht wird. Auch wenn ich zwanghaft immer wieder versuche, das zu wiederholen, ist es jedes Mal eine Neuschöpfung. Und innerhalb dieses Alternierens, dieser Veränderung, vom Säugling bis zum Greis, ist im Hintergrund aber Veränderung, nicht Veränderung. Ein konstanter Parameter, das ist der sich das ausdenkt. Der, weil das Ding an sich sich auch verändern wird, weil der auch was Ausgedachtes ist, bloß in einem anderen Zeitraum. Denk an mein Beispiel, wenn wir Didakte machen, nur beim Lesen eines Buches. Wort, 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 jetzt, jetzt, jetzt. Zeile, wobei das Wort ja schon, weise ich darauf hin, selbst du kannst, wenn ich sage, du kannst die Worte auf einer Seite gleichzeitig anschauen. Du kannst aber nicht die Worte in einem Buch gleichzeitig anschauen. Alle Seiten in einem Buch sind gleichzeitig da, wenn du an das Buch denkst. Das ist eine Kollektion. Das sind alle Seiten gleichzeitig. Wenn du das anschaust, kannst du bloß aufklappen und dann siehst du zwei Seiten. Stimmt oder stimmt? Ich mache es dann mal so. Wenn du zum Lesen anfangen willst, musst du aber von den zwei Seiten wieder eine auswählen. Entweder die oder die. Und in dem Moment, wo du die Seite anschaust, sind alle Worte gleichzeitig. Ich habe das tausende Male wiederholt und ich sage dir jetzt, im Moment hast du das noch nicht verstanden, auch wenn du meinst, du hast es intellektuell begriffen, was es für dich bedeutet. Und dann siehst du die Worte und die sind doch hundertprozentig sicher gleichzeitig da. Jetzt denk mal, wenn wir eine Seite anschauen, an die anderen Seiten, dann kann ich mir bewusst machen, dass all die anderen Seiten auch jetzt da sind. Als Gedanke. Ein Gedanke, ein Chat. Also gut, ich schaue die Seite mit dem Wort noch nicht, ich versuche jetzt einmal die Worte, die du jetzt vor dir hast, in einem einzigen Augenblick, versuch dir mal gleichzeitig auszusprechen. Und dann wirst du feststellen, du wirst dich erst auf eine Zeile fokussieren müssen und aus der Zeile ein Wort und dann kannst du aus dieses anfokussierte Zeichen, dieses Wort, kannst du jetzt ein Geräusch machen. Aber jetzt genau betrachtet, mein Beispiel mit der Wassermelone ist, das Wort ja schon wieder eine Reihe von Buchstaben. Und du wirst jetzt feststellen, dass dieses Wort, das du schon wieder, um das Wassermelone auszusprechen, Wassermelone ist ein gewisses Zeitfenster da. Dass ich, wenn ich jetzt nochmal sage, noch feiner wird. Und jetzt machen wir das Ganze, wenn du dir einen Film anschaust. Da haben wir das erste Mal 24 beziehungsweise 50 oder 60, je nachdem, wie viele Frames du benutzt, haben wir zack, 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 immer im Jetzt. Das ist wie die Worte, wie die Buchstaben. Auf und ab, ja. Das sind die Bilder, okay? Die nächste Stufe, die wir haben, das ist jetzt ja das Display gespiegelt, hell und dunkel, in unserem Videobeamer. Der nächste Zeitakt ist Bild, 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 ergibt einen Film. Aber jetzt muss ja hier der Film in der Kollektion, die Einzelbilder nennen wir die Datei. Das wäre ja auf dein Leben bezogen, ist es der Mensch. Der Mensch zerhackt sich in Einzelinformationen. Der Mensch ist jetzt praktisch wie das Buch, das du liest. In Bezug jetzt auf unser Videobeamer oder Computerbeispiel ist das eine Datei. Die Lampe im Projektor, die verändert sich dabei nicht bei dem Geflackere. Während es flackert, ändert sich ja die Datei auch nicht. Aber auf der Dateiebene, wenn das flackert, das ist ja auch wieder nur ein gewisser Bereich, werde ich irgendwann einmal in dem Projektor die Datei austauschen, das ich austausche. Ein neues Buch lesen. Das heißt, dieses zack, 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 wenn wir das rein jetzt bewusst aufgespannt chronologisch sehen, ändert ja auch der Film sich, erstes Buch, erstes Leben, zweites Leben, drittes Leben, viel, viel langsamer. Das sind tausende von Einzelbildern in einem Buch, viel langsamer. Was sich dabei nicht verändert, ist die Lampe im Projektor. Das ist das kleine rote Ich, wie ich das nenne, weil der mit vielen Leben konfrontiert. Aber da ist jetzt im Hintergrund diese Lampe im Projektor, die nicht flackert, braucht eine Energiequelle. Das ist JCH. Das ist
Das rote Ich, das, was erlebt, funktioniert ja nur, wenn eine Datei läuft. Der, der vom Bücherregal steht, vor dem Stapel mit Büchern steht, der erlebt die Bücher ja gar nicht. Der erlebt die Bücher ja erst, wenn er anfängt, ein Buch zu lesen. Das ist diese Schichtung. Das ist jetzt, das ist fassbar mit Basic Logik. Das kannst du mit deiner Logik fassen. Aber was momentan nicht dein Problem ist, du musst dein Ego überwinden. Oh, ja. Und du überwindest es nicht, wenn du das vernichten willst. Du wirst immer leiden, solange du mit was nicht einverstanden bist. Selbst mit der Erkenntnis, was bin ich eigentlich für ein Riesenarschloch. Und es nicht als Rechtfertigung nehmen. Ich sage erst, wenn du den Punkt erreichst, dass du dich selber beobachten kannst, ohne zu reagieren. Ich habe da übrigens ein schönes Beispiel dazu. Ich habe in einem der Selbstgespräche, sage ich, das sind welche, die geistlos eigentlich immer Videos reinstellen, ohne Kommentar. Weißt du, das wird dann von anderen, die ich mir jetzt ausdenke, wird das einfach überklickt. Wenn du was reinstellst, dann mach, kommentier das. Das ist aber wieder mit Arbeit verbunden. Weißt du, schaust ein Video an, du sagst, das ist toll, das ist klasse, irgendwas spricht dich an. Oder es stößt dich ab, wo du sagst, im Positiven oder im Negativen. Das ist jetzt wieder ein schönes Beispiel, das möchte ich meinen Mitmenschen mitteilen. Oder das ist jetzt ein abschreckendes Beispiel, sehr leicht, ich möchte es mitteilen. Dann stellst du das einfach rein. Du gehst wieder davon aus, dass die anderen das genauso sehen und empfinden wie du. Immer an die Kiste denken. Die Menschen, die du dir ausdenkst, sind so, wie du sie ausdenkst. Ob du die als Gute denkst oder als Schlechte denkst, für dich wird es so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ein einziger Satz. Alles. Immer. Du bestimmst mit dieser Logik, wer du zu sein glaubst, wie du bist, ob du leidest, ob du nicht leidest. Das bestimmt nicht die Reizauslöser. Du bestimmst es zwanghaft. Ob du dich auf einer Kugel oder einer Scheibe befindest, in einem Traum befindest, in einer Matrix befindest. Und all das musst du dir eingestehen, ist irgendwie vom Hören gesagt und nachgeplappertes Wissen. Was du wirklich bist, das ist, selbst wenn du dann einen Dolly anhörst, du bist ja Geist und du stehst über allen Dingen. Ein Geist, den du dir ausdenkst, der über allen Dingen steht, ist immer noch was Ausgedachtes. Diese wirkliche Erkenntnis, was es bedeutet, ein absolutes Nichts zu sein, ist auch die Erkenntnis, dass man alles ist. Dass man immer ist und vergänglich gleichzeitig. Das ist das Symbol von Adam. Das heißt eigentlich El Hayom. Als absolutes Abstrakt des Nichts wird eigentlich erst lebendig, indem er sich selbst zu seinem Adam macht. Aus 1 wird 2. Aus 1, aus der absoluten 1 wird 2. Gott ist allein. Das will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn. Das habe ich so oft erzählt aus dem Requiem. Dass er dann und wann, wie jeder Vater, mit seinem Sohn spielen kann. Das ist das, was ich zurzeit mit ihr Geistesfunken mache. Da war das Schöne mit der Vergänglichkeit, wo ich sage, wir spielen, das nennen wir Spielen. Ich mache nochmal eine kleine Geschichte. Ich glaube, ich hatte die Ruth was reingestellt gehabt. Aber wenn man die zurückgeht in die Geschichte, in die Selbstgespräche, ungefähr vor 20 Jahren habe ich so eine kleine Geschichte kreiert, wo ich sage, ein Kind spielt mit Gnede im Kinderzimmer. Ein Kind spielt und macht eine Figur aus Kindergnede. Und es ist ganz versunken in der Figur und es ist ein Kunstwerk. Also ich sage, wie die Venus von Milo, so wie eine Statur von griechischen und römischen Bildhauern. Und die Mutter will den Kleinen holen und geht rein und schaut ihn über die Schulter, der ganz gedankenverloren an seinem kleinen Schreibtisch sitzt und der sieht die, und die Mutter sieht diese fantastische Figur und denkt sich noch, oh, mein Kind ist ein Genie. Und kaum hat sie das gedacht, haut der Kleine auf diese wundervolle Figur drauf, klatsch und klatscht die Gnede zusammen. Und die Mutter erschrickt, weil, wie kann man so ein Kunstwerk zerstören, und schreit auf, Kind, was machst du da? Und der Kleine erschrickt jetzt, weil er nicht merkt, dass die Mutter hinter ihm steht. Er dreht sich rum und sagt, ich spiele, Mama. Wow. Das ist göttliches Spielen. Kannst du das schon, dass alles, was du dir aufgebaut hast, klatsch? Ein Befreiungsschlauch ohne Ende. Das ist immer das Fairness, das ist das absolute Loslassen. Es muss aber passieren ohne Kaufmannsdenken. Ich mache jetzt so das Beispiel aus der Udo-Geschichte, wo ich hier meine Firma aufbaue, die hervorragend läuft, wo alles super ist, eine Riesenfirma, und dann setze ich mich komplett auf Null.
1996 mit Johann Borum geschrieben habe. Nicht aus einem Kaufmannsding, sondern da kann das ist durch. Aber wirklich auf null. Das, wo ich immer sage, da lernst du das loslassen. Die Geschichte erzähle ich nicht nochmal, die ist irgendwo drauf. Absolut auf null. Das ist ja seit 96 ist komplett die, wenn du in einen Laden reingehst mit Sterienlong, mit einem Labor, mit Messgeräten für weit über 100.000 Mark, mit Ersatzteilen, Bauteilen für ein Schweinegeld, wenn man Prototypen baut. Und du gehst komplett einfach raus und sagst, geschenkt. Mach das, wenn nie mehr, ich schenk's dir, wenn nicht, muss ich es in einen Container tun, ich schmeiß auf den Schutt. Es ist dann, es ist existierend. Lass es bei Zeiten los. Aber das wiederum bestimmst doch nicht du, das bestimmt dein Programm. Wenn das nicht auf deinem Programm dran ist, dann mach es nicht. Es sind Erscheinungen, die Erscheinungen sind. Du sollst dein Leben leben, das lassen wir. Es war jetzt nicht der Vorschlag, dass du dasselbe machst, weil wenn du das jetzt machen würdest, würdest du Kaufmannsdenken haben. Du rechnest dir eine Belohnung aus. Wie definierst du die Belohnung? Was erwartest du dann eigentlich vom Leben? Dass es besser wird? Merkst du nicht schon wieder, dass das eine Einseitigkeit ist? Die bessere Welt? Was für eine Vorstellung hast du von einer besseren Welt, wo nur die Sonne scheint, wo alle glücklich sind, wo alle gesund sind, wo alle reich sind? Es ist doch eine vollkommene Unvollkommenheit. Denk wieder an meinen Urwald, an den natürlich gewachsenen Flora und Fauna eines ursprünglichen, nicht vom Menschen eingegriffenen Urwalds. Es ist eine ständige Veränderung, ein Kommen und Gehen. Und du wirst merken, dass die größten, die ältesten Bäume genauso in sich zusammenfalten und wieder zu Staub werden, wie die kleinen Pflänzchen und die Triebe und die Blüten an einem Baum. Das, was in dir aufblüht, ist das Geflackere. Der Baum, wo das passiert, wäre jetzt praktisch ein länger seiendes System, wäre jetzt ein Film, ein DVD, ein Buch, nenn es, wie du es willst. Aber auch das vergeht, bloß in einem anderen Zeitakt. Das wird übrigens sehr schön beschrieben in den hinduistischen Schriften. Aber wo ich immer wieder sage, mit den ganzen Zeitaltern über Jahrmillionen mal Jahrmilliarden, das Wesentliche, das ewige Hier und Jetzt wird überhaupt nicht beschrieben. Ein extrem fehlerhaftes religiöses System. Weil der Ursprung waren ewig alternierende Zeiten dargestellt. Der absolute Ursprung ist nicht mehr chronologisch. Es ist der Urknall, bevor er geknallt hat. Es ist der pure Geist, den solltest du Gott nennen. El Hayom ohne Wellen. Und darum macht eben El Hayom, macht dann den Adam. Nach seinem Eben Be'ilet. Und Be'ilet im Kind heißt auch BLD. In mir, B sind Lichtöffnungen. Stimmt, ja, genau, genau. B in mir griechisch, zwei Lichtöffnungen. LD. LD alleine heißt Gebären. Gebären wiederum beginnt erst einmal mit GB, Geist, drei, die Synthese war zu zwei. Ich. Ja. Denk an mich als Denker und ich denke an das, was ich mir ausdenke. Wow. Okay, ja. Geb, wie oft haben wir das gesagt? Diese Bewegung, aufbauen, Felge, Runde, das ist GB. Schau die Radix GB nochmal an und lies die Wörter durch. Dann wird genau dieses System beschrieben. Hochgehen, Felge, runterfallen. Das ist Gebären. GBR, das Äußere. Ja, ich verstehe. Heißt aber auch Reinheit. Im Kopf ist eine Einheit. Reinheit kann ich auch lesen. Im Kopf ist eine Einheit. Reinheit. Heißt auch BR dann. Wir sind bei GBR. Im Kopf ist eine Einheit. Es bezieht sich immer zuerst einmal auf die Grundwelle mit zwei, wo wir natürlich wissen, dass in dem Moment, wo wir zwei haben, müssen ja nochmal zwei da sein. Ich könnte jetzt zum Einheitskreis sagen, da ist zuerst einmal ein Plus und da ist ein Minus. Aber sobald ich ein Plus und ein Minus habe, muss ich nochmal ein Plus und ein Minus haben. Ja, ja, ja. Und diese vier wiederum, jetzt, die wir flächig sehen, können wir schon an den Rädern machen. Mhm. Aber sobald wir uns dies denken, haben wir nochmal vier. Weil wir immer, was wir sehen, was wir denken, braucht ja diapositiv, diapositiv. Ja, aber der Tetraeder ist doch die 200 Gramm rote Knete eigentlich. Nein, das ist nicht der Tetraeder, das sind zwei Tetraeder. Ach so, ach so, ach so. Schau dir diesen Stand an. Der Tetraeder hat auch nochmal zwei Stück. Wenn wir den flächig sehen, ist es die zwei Dreiecke so und so. Spiegeltetraeder, ja.
Du hast ja zuerst einmal, was du als Tetraeder siehst, wenn du nur eine Seite anschaust, ist ja das ein Dreieck. Und wenn wir jetzt den auf den Kopf stellen, haben wir nochmal ein Dreieck übers Kreuz, dann kriegst du den Davidstern. Stimmt, ja. Das ist jetzt aber eine zweidimensionale Darstellung. Wenn man es dreidimensional macht, ist es dieser Tetraederstern von meinem Zeichen, wenn du anschaust. Genau. Aber Wow. sobald du sobald du dir hier jetzt das Dreieck ist ja dreidimensional gedacht als Tetraeder, praktisch als Körper gedacht, ist es ein Tetraeder. Flächig gesehen ist es jetzt von der Seite immer Dreieck, wenn man das abstrakt nimmt. Aber sobald ich mir das denke, muss ja nochmal ein Dreieck da sein. Dreieck, Hybendrei und Hübendrei. Jetzt, wenn ich aber weiß, dass das die 4 ist, dann heißt es ja, Drei heißt vier Spiegel, Hüben vier Spiegel, drüben vier Spiegel. Aber da, die mir ich jetzt auseinanderdenke, die übereinander schieben muss, kriegst du dann dieses Zeichen. Ich muss da nicht einblenden, du weißt, was ich meine. Was ist? Aber wenn du dir jetzt diesen Tetraederstern, nennen wir den einmal, wenn du dir den jetzt ausdenkst, müssen im selben Moment nochmal der Tetraederstern sein als die Negativ. Jetzt kriegen wir 4, 8, 16. Ja, da komme ich schon nicht mehr mit. Ja. Erst, das hat nichts, das geht nicht um Vorstellung, sondern es ist einfach, was du verstehen musst, ist, dass egal was in dir auftaucht, sobald du auf der Leinwand, wir bleiben bei dem klassischen Filmprojektor, sobald du auf der Leinwand ein Bild hast, muss dasselbe nochmal im Display da sein. Das Ganze spielt sich in der Kamera Obscura ab, wo ich gesagt habe, die Kamera Obscura, wenn du das jetzt recherchierst, was eine Kamera Obscura ist. Das ist eine Kiste. Wir sind in unserer Kiste. In der Kiste ist ein Bild. Und das Bild ist eine Projektion, das klassische Kamera Obscura-Prinzip von außen. Das heißt, das wird nochmal dargestellt, wenn ich jetzt sage, da ist ein Baum, dann haben wir hier die Kiste, da ist nur ein Loch, ein kleines Loch. Und dann ist natürlich das Thema, das ausgedachte Thema mit den Lichtstrahlen, die von der Sonne kommen, die der Baum reflektiert. Und das wird jetzt hier über dieses kleine Loch, wenn du das jetzt bildlich vorstellst, wird das unten nach oben. Hinten, wo jetzt die Leinwand, der Fotofilm, wie du es auch nennen willst, wird es unten nach oben, das oben nach unten, das rechts nach links und das links nach rechts projiziert. Das heißt, das Bild auf der Leinwand, das jetzt in diesem Denken, in dieser Logik von außen kommenden Strahlen, Reflexionen von dem Baum dargestellt wird, spiegelt sich über diesen Punkt. Und das reine Negativ ist komplett horizontal und vertikal gesehen spiegelverkehrt. Weil das oben über den Punkt sich nach unten spiegelt, das unten nach oben spiegelt, das rechts nach links und das links nach rechts. Das heißt, dieser Punkt ist genau das, was ich dir sage, wenn du in das Spiegeleck reinschaust. Wenn du in das Spiegeleck schaust, meine drei Spiegelwände, dann ist alles komischerweise, egal wo du dich davor hinstellst, befindet sich in dem Punkt. Und Stimmt. das Bild, wenn wir jetzt diese Spiegelecke machen, ist auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt. Das ist genau das, was in der Kamera Obscura passiert. Der Witz ist, dass dieser Punkt, dieser Mittelpunkt, wo sich das Innen und Außen spiegelt, in diesem System, ist genau genommen da eine Ecke und da eine Ecke. Die 45 Grad gedreht sich gegenübersteht. Das ist ein absolutes horizontal und vertikal gesehene Drehung von außen und innen. Und das ist der Rai. Dieser Punkt ist der Rai, der D-Rai. Der hier zack sich aufbaut. Das genau ist die Grundsymbolik von dem Tetraederspiegel. Stern. Wahnsinn. Das ist eine Riesenphysik im Hintergrund. Und das ist, wenn du da neugierig warst, und jetzt kommt das Hauptthema, um zu lernen, Kategorie 3, musst du neugierig sein. Alles, was du mit Kaufmannsdenken tust, ob du jetzt für eine Prüfung in der Schule, für irgendeine Prüfung an der Universität lernst, ist kein Lernen, es ist ein Selbstprogrammieren, ein Nachäffen von irgendwelchen Daten. Alles, was du aus einem tiefsten inneren Interesse machst, weil es dich interessiert, ohne dass du dir eine Belohnung ausrechnest, weil du nur neu, wenn dir nicht wieder werdet wie neugierige Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht betreten. Dann lernst du. Das heißt, wenn du dich jetzt hinsetzt und du studierst die Offenbarungen, weil du dir Belohnung ausrechnest, lass es. Wenn ich jetzt das sage, bevor du irgendwelche anderen Bücher liest, es ist zuerst einmal eine Seite verlorene Zeit,
Weil wenn du dieselben Bücher liest, wenn du Holofilling verstanden hast, hast du zwar dieselbe Schriftzeichen vor dir, du wirst aber komplett andere Bilder damit in dir auslösen. Du kannst jetzt hier Abdrushim, Bochin, Ra und all das ganze Zeug lesen, was übrigens alles stimmt, was da drin steht. Du kannst Physikbücher reden, alles, was da drin steht, stimmt. Aber für dich wird so sein, wie einseitig du das auslegst, die Vorstellungen, die da sind. Das letzte Selbstgespräch, Photonen, Atome sind Erfindungen, Rumpelstilzchen sind Erfindungen. Das erklärt dir die Selbstgespräche, wenn du hast. Woher kenne ich Superman? Aus dem Buch. Rumpelstilzchen, Schneewittchen kenne ich aus dem Buch heraus. Das heliozentrische Weltbild kenne ich aus dem Buch heraus. Wer bestimmt jetzt, was da außen existiert und was nicht da außen existiert? Woher ist dieses Wissen? Das habe ich auch aus dem Buch heraus. Und egal welches Buch, welche Seite du mir gibst, ich zeige dir 1000 andere Seiten, die du anschauen kannst, wo ein Gegenteil behauptet wird. Aber das Gegenteil entsteht eigentlich erst, wenn du in der Lage bist, aus den Worten, die du anschaust, Vorstellungen zu machen. Darum habe ich gesagt, wenn ich dir ein Buch gebe, das auf Portugiesisch oder Chinesisch geschrieben ist, dann siehst du wirklich das, was jetzt da ist. Siehst du, was jetzt die ganze Zeit da ist? Einfach nur eine Platte mit flackernden Lämpchen. Siehst du das? War dir das jetzt die ganze Zeit bewusst? Ist dir bewusst, dass du überhaupt keinen Menschen jetzt, so wie du Mensch definierst, kein Säugetier sprechen hörst, sondern ein Lautsprecher, der jetzt übrigens auch was Ausgedachtes ist, der gar nicht existiert? Du hast eigentlich jemanden zugehört, der gar nicht existiert. Das ist jetzt wurscht, ob du diesen jemanden Lautsprecher nennst, der jetzt existiert, weil du ihn denkst, oder du nennst den Udo. Ich existiere jetzt bloß, weil du mich ausdenkst. Ich als Lautsprecher genauso wie als Udo. Und der, den du dir jetzt ausdenkst, der sich das anhört, der vom Computer sitzt, der existiert doch auch bloß, wenn du ihn denkst. Wenn ich jetzt auch, hast du die ganze Zeit an deine schwarze Jacke gedacht? Die hat nicht existiert, aber ist das mit deinem Kopf und deinem Körper nicht genauso? Und deine Beine, haben die existiert, während du jetzt aufmerksam zugehört hast? Das ist hundertprozentig sicher. Und du wirst jetzt merken, wenn man so in einem leichten Grübelstadium, Philosophiestadium ist, leuchtet es auch irgendwie ansatzweise ein. Ist ja eigentlich richtig, was der sagt, eigentlich. Aber dein Ego wird es einen Dreck scheren, wenn du wieder in dein Alltagsbewusstsein reinversumpfst und ein kleines Wehwehchen hast und du wirst dann wieder wahnsinnig kämpfen und deine ganz klare, einseitige Vorstellung von richtig am Leben halten wollen. Dass der Körper gesund ist, dass du das nicht haben willst oder das nicht haben willst. Dann meint man, man müsste die Menschen retten, das Volk retten, dieser Riesengrößenwahn von Ken Ebsens oder Politikern, die meinen, die würden den Volk sterblichen Säugetieren irgendwas Gutes tun können. Kann ich Gedanken von mir was Gutes tun? Wie kann ich an Gedanken von mir was Gutes tun? Kann der das überhaupt mitkriegen, dass ich ihm was Gutes tue? Tue ich einen Computer was Gutes, wenn er ein Update kriegt oder neue Programme und Daten von mir kriegt? Kriegt der das überhaupt mit? Setze ich den Computermensch in Bezug auf körperlichen Menschen. Was ist der Unterschied? Zuerst einmal, beides ist ein Gedanke, die nur existieren, wenn du ihn denkst, ob du an einen Computer denkst oder an einen Trockenhausnaufen. Wie oft habe ich gesagt, an was denkst du, wenn du an einen Computer denkst? An ein Gehäuse, an eine gewisse Software, an einen Computerchip und einen Monitor und Lautsprecher, Ausgabegeräte. An was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst? An einen Körper, an ein Gehirn? Das ist... ob du das Körper nennst oder Gehäuse nennst, spielt doch keine Rolle. Ob du das Gehirn oder Computerchip nennst, das sind ausgedachte Dinge. An Daten, Betriebssystem, ja, das nennst du hier mein Intellekt, mein Wissen. Wo ist der Unterschied? Es bleiben Gedanken, die nur existieren, wenn du sie denkst. Erzähl dir das der Tolle, erzähl dir das der von dir ausgedachte Deberwein und warum erzählen dir die das nicht? Was sollten die dir denn als deine Gedanken erzählen? Die können dir nur das erzählen, was du träumst, was du denkst, unbewusst dir ausdenkst. Wie sieht es aus, wenn du plötzlich anfängst, bewusst zu denken? Ganz bewusst, jeden Moment absolut bewusst. Das beginnt, dass wir zwei Seiten haben, dass du dir jetzt erst einmal bewusst machst, was du dir denkst, was jetzt da ist, was Information ist. Das ist das Einzige, was ich von dir fordere. Mach dir jeden Moment bewusst, was jetzt da ist und wie du mit deinem Intellekt, den du zurzeit benutzt, darauf reagierst, wie du die Sachen interpretierst, wie du die wertest. Mach dir bewusst, wie dein Programm funktioniert. Das erkläre ich dir als Brüssel Udo.
Ich sag dir nicht, was du glauben sollst. Ich erkläre dir, was du bist und sagst dir meinen Ansätzen ganz grob, wie du funktionierst. Und wenn das dich anfängt zu interessieren, dass du an nichts mehr anders Interesse hast, außer an das, das ist der erste Weg auf eine neue Ebene. Und da darf aber kein, das will ich nicht, das kann ich nicht, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht, ich. Das ist noch vollkommen im Programm. Dann hast du, bis du an den Punkt kommst, wo dir das bewusst wird, dass das Programm laufendes schwätzt. Du wirst irgendwann einmal schmunzeln, das Programm sagen, Schnauze halten, weil du anfängst, das Programm zu beeinflussen. Da ist das, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht. Und wenn du jetzt plötzlich sagst, Schnauze halten, du Arschloch, hast keine Ahnung. Das denkt ja dasselbe Programm, hast du das Programm schon verändert? Dem bewusst wird, dass du nicht weiterkommst, wenn du immer dasselbe wiederholst aus deinem Programm. Okay. Jetzt lassen wir es gut sein. Vielen, vielen Dank, Udo. Vielen, vielen Dank. War ein super Gespräch. Ciao. Tschüss.